Der Regionalverband am Harz e.V. lud am 20. Januar nach Eisleben ein. Dort in der Magdeburger Straße sollte die erste Tagespflege des Verbandes als Tagespflege-Philosophenhäuschen eröffnet werden. Dazu begrüßte die Geschäftsführerin des Regionalverbandes, Ute Düsterhöft, die vielen Anwesenden. Sehr geehrte Gäste, liebe Mitarbeiter, ich begrüße Sie recht herzlich zur Neueröffnung unserer Tagespflege-Philosophenhäuschen hier in der Magdeburger Straße. Das ist die erste Tagespflege, die der AWO-Regionalverband am Harz e.V. betreiben wird. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Der AWO-Regionalverband ist ja schon seit 1993 in Eisleben mit seinem Rudolf-Breitscheid-Heim hier sehr gut bekannt und genießt auch einen sehr guten Ruf. Wir haben im Landkreis Mansfeld-Südharz mehrere Einrichtungen. Seit 1991 haben wir auch schon die Sozialstation, die ziemlich groß ist, jetzt mit über 86 Mitarbeitern. Wir betreiben Kitas im Landkreis Mansfeld-Südharz, in Kloster Mansfeld und in Widerstedt. Und wir haben noch das Wohnheim für Behinderte in Groß-Irna und unsere Geschäftsstelle. Sie sprach auch die Tätigkeiten des Regionalverbandes im Landkreis Harz und in Magdeburg an. Selbstverständlich ging sie auch auf die Entstehungsgeschichte der Tagespflege ein. Wir haben dieses Grundstück hier von der Sparkasse im Februar 2019 erworben und haben bereits schon im März angefangen, hier mit den Umbauarbeiten zu beginnen. Es war ein mächtiges Hin und Her am Anfang, weil dann mit einmal das Bauordnungsamt festgestellt hat, dadurch, dass wir zwei getrennte Tätigkeitsbereiche haben, nämlich wir haben ja den Sparkassenbereich hier vorne erhalten, mussten besondere bauaufsichtliche Erfüllungen wieder stattfinden, was uns noch mal ein Stückchen zurückgeworfen hatte von der Genehmigung her und vom Umbau her. Aber jetzt hat alles geklappt, es ist aus meiner Sicht sehr schön geworden. Und ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir lassen den Sparkassenbereich da vorne, weil der wird doch, wie wir jetzt feststellen konnten, sehr, sehr rege genutzt. Die Fertigstellung ist jetzt mit heute. Ab morgen kommen tatsächlich auch die ersten Tagespflegegäste. Wir haben schon Verträge, ich glaube 7 kommen morgen definitiv. Verträge haben wir im Moment 12. Insgesamt ist die Tagespflege für 22 Plätze ausgelegt. Selbstverständlich dankte Frau Düsterhöft allen Beteiligten am Bau und bei der sonstigen Umsetzung des Projektes Tagespflege für ihren Einsatz und freute sich, dass heute das fertige Objekt übergeben werden kann. Grußworte sprachen im Anschluss Herr Vogler von der Landkreisverwaltung. Er bekannte amüsiert, dass es wohl die einzige Tagespflege in seinem Bereich sei mit angeschlossener Sparkasse. Und der künftige Bürgermeister der Lutherstadt, Herr Staub. Auch er äußerte sich sehr anerkennend über das, was vor Ort geleistet wurde. Mit einem Glas Sekt stieß dann Frau Düsterhöft gemeinsam mit ihren Gästen auf die neue Tagespflege Philosophenhäuschen an, die damit offiziell eröffnet war. Zum Wohl.